Katastrophe. Ja, ich wollte das eigentlich heute in Augsburg sagen, weil der durchschnittliche Deutsche, wir ja auch in Augsburg viele von ihnen rumlaufen, haben halt große Sorgen um den Atommüll. Ich nehme mal an, dass diejenigen, die hier zu der Demo gekommen sind, das nicht haben. Deswegen halte ich sie hier für nicht so für nicht so zwingend notwendig, aber kann ich trotzdem nochmal sagen, damit ihr es alle wisst. Und deswegen eine kleine quantitative und qualitative Analyse des Atommülls. Wenn wir über Atommüll reden, wenn wir das als Argument für oder gegen Kernkraft verwenden wollen, dann müssen wir diesen verstehen. Und wir können nicht uns einfach nur irgendwelche Sätze ausdenken wie, aber CO2 ist schlimmer und passt in eine Cola-Dose. Und wir können auch nicht einfach sagen, ja, ihr ignoriert das und ihr schiebt das auf die armen zukünftigen Generationen auf. Wir müssen darüber reden, was ist das, wie viel ist das, was machen wir damit. Und das möchte ich tun. Also ich fange mal an, was ist das? Also viele stellen sich unter Atommüll irgendwelche kleinen, etwa ölfassgroßen gelben Fässchen vor, in denen dann irgendein grüner Schleim drin ist, der dich auf Anhieb tötet und der schön leuchtet. Das ist nicht der Fall. Diese Fässchen, so wie wir uns sie kennen, gibt es als Atommüll aus zivilen Kraftwerken nicht. In der Anfangszeit der Atomwaffenproduktion wurde bei der Gewinnung von Plutonium sind solche Abfälle angefallen. Das sind diverse Spaltprodukte und Actinide, die sind gelöst in unterschiedlichen flüssigen Lösungsmitteln und die sind schwer zu handhaben. Das ist im Prinzip die Ursünde der Kernwaffen, ist es tatsächlich, sind diese Fässer, aber solchen Atommüll produzieren Kraftwerke wie das hier in Gundremmingen nicht. Deswegen sind diese berühmten Fässer gefüllt mit giftigem, flüssigem Atommüll nicht das, worüber wir reden müssen, wenn wir über zivile Kernkraftwerke reden. Worüber wir reden müssen, sind die abgebrannten Brennstäbe, die dieses Kraftwerk und andere wie es produzieren. Diese Brennstäbe, wenn sie in das Kraftwerk reingehen, bestehen aus einer Oxidkeramik, einem Uranoxid-Pellets, in Hüllrohren aus einem Metall, das ist Zirkon. Dieses Zirkon hat den Vorteil, es absorbiert kein Neutron, das heißt, es ist sehr gut für die Reaktorphysik und es ist ein sehr beständiges Metall von seinen Eigenschaften vergleichbar mit dem Stahl. Und deswegen wird es genommen für die Hüllrohre in diesen Brennelementen. Diese Brennelemente, so wie es Leichtwasserreaktoren wie dieser hier verwenden, erzeugen Abbrände von 45 Gigawattstunden, Gigawatttagen pro Tonne thermisch. Ich kann nicht genau sagen, wie viel es spezifisch in diesem Kernkraftwerk ist. Es sind ja hier ein paar Angestellte des Kernkraftwerks dabei. Könnten ihr sagen, was sie in ihren Brennelementen für Abbrände haben? Weiß das einer von euch? Abbrände. Also der weltweite Durchschnitt sind etwa 45 Gigawatt-Tage pro Tonne Uran. Das bezieht sich auf die Tonnen Uran in den Brennelementen, nicht auf die Masse des Brennelements selber. In Natururanreaktoren wie den kanadischen CANDUs, welche nach den Leichtwasserreaktoren, wie sie hier stehen, die am zweitmeisten verwendete Art von Reaktoren sind und welche mit den Leichtwasserreaktoren fast die gesamte weltweite Kernenergieproduktion ausmachen, sind die Abbrände geringer. Das liegt daran, dass das Uran davon früher nicht angereichert wird. Das ist eine etwas effizientere Nutzung, aber es fallen größere Volumenströme an Abfall an, weil diese halt nicht so dicht gepackt ist. Nun, wenn wir diese Uranbrennelemente wie in diesem Kernkraftwerk angucken, wir holen 45 Gigawatt-Tage pro Tonne an Energie aus ihnen raus. Bezieht sich auf die Tonne Uran in diesen Brennelementen. Auf diese Tonne Uran kommen aber noch 1,2 Tonnen an anderen Materialien hinzu. Das sind die Zirkonhüllrohre. Das ist der Sauerstoff, weil wie gesagt, es ist eine Oxidkeramik. Das sind noch kleine Gewürze in der Zirkonlegierung. Da ist ein kleines bisschen Helium drin als Füllmaterial in diesen Hüllrohren. Das sind insgesamt so 1,2 Tonnen pro Tonne Uran. Hauptsächlich, wie gesagt, Zirkon und Wasserstoff. Das heißt, für das gesamte Brennelement holen wir Abbrände raus von 20 Gigawatt-Tagen pro Tonne Brennelement. Das sind, wenn wir es in Strom umwandeln, das heißt, also, wenn wir es im Rahmen von Gigawattstunden an Strom sprechen, dann sind das so um die 160 Gigawattstunden elektrisch, die wir aus so einer Tonne Brennelement rausholen. Und das heißt, für eine
Für eine Terawattstunde brauchen wir 6 Tonnen von Brennelementen. Und dieses Kraftwerk, oder zumindest dieser einen noch bleibende Block von diesem Kraftwerk, produziert 10 Terawattstunden, also fallen in diesem Kraftwerk 60 Tonnen an abgebrannten Brennelementen pro Jahr an. So. Wenn diese Brennelemente abgebrannt sind, was wird damit passieren? Momentan ist 88% der weltweiten Kernenergie ist bisher im sogenannten Once-Through-Verfahren produziert worden. Das heißt, die Brennelemente, nachdem sie den Reaktor durchlaufen sind und abgebrannt sind, werden zwischengelagert und danach entgelagert. Etwa 12% sind wieder aufbereitet worden, vor allem in Frankreich und in Großbritannien. Da steht aber die Minderheit. Das Once-Through-Verfahren ist weltweit im Prinzip der Standard der zivilen Kernenergieerzeugung und liefert uns diese abgebrannten Brennelemente. Diese Brennelemente, wenn sie abgebrannt sind, dann sind immer noch dieselben Uranoxid-Pellets. Diese enthalten zusätzlich noch Spaltprodukte. Und diese Spaltprodukte und auch noch Actinide, die aus dem Uran gebrütet werden, die Spaltprodukte sind ein kurzlebiger Atommüll und die Actinide sind langlebige Atommüll. Die sind in diesen Pellets enthalten. Diese Pellets selber dienen als ein Behälter dieser und halten sind im Prinzip die erste Barriere, wenn wir den Atommüll lagern, gegen diese Spaltprodukte und Actinide. Danach kommen die Zirkonhüllrohre. Das sind die zweite Barriere. Danach packen wir sie in Lagerbehälter. Diese Lagerbehälter haben eine Stahlschicht nach den Zirkonrohren, dann eine Kupferschicht und dann Beton. Und dann kommen sie in einen Stein ein Material unter der Erde, in die Endlagerung, wie zum Beispiel Salz oder Ton oder Granit. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die dann im Prinzip die sechste und letzte Schicht darstellen. Und diese 6 Schichten, in denen diese Brennelemente dann entgelagert werden, stellen die Barriere dar, die diese Brennelemente für zigtausende, für hunderttausende Jahre sicher entlagern wird. Das ist die Standardversion, wie wir mit Atommüll auf der Welt umgehen. Diese Methode ist etabliert. Wir haben viel Erfahrung damit. Sie ist sicher und sie ist günstig. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt Reprocessing, Brüterreaktoren, über die man reden könnte. Aber das sind alles Konzepte, die bisher kaum umgesetzt worden sind, die oft Prototypstatus nicht verlassen haben. Und daher ist das Once-Through-Verfahren und der Leichtwasserreaktor und eventuell auch der Schwerwasserreaktor, wie sie der weltweite Standard momentan sind, die beste Methode momentan und wahrscheinlich auch in Zukunft Kernenergie herzustellen. Genauso wie wir es hier machen. Das hier ist tried and true, das hier ist sicher, das hier ist verlässlich, das hier ist günstig, das hier ist umweltschonend. Und umweltschonend ist es darum, dass dieser Abfall, den wir produzieren, nicht nur ein fester, solider Stoff ist, den wir sicher lagern können, sondern auch, weil wir relativ wenig produzieren. Ich habe gesagt, so ein Kraftwerk hier, so ein Leichtwasserreaktor produziert so um die 60 Tonnen an abgebrannten Brennelementen pro Jahr. Kann ein bisschen mehr sein. Manche Kernkraftwerke haben niedrige Abbrände. Vor allem russische Reaktoren haben höhere Abbrände. Und Schwerwasserreaktoren haben noch niedrigere Abbrände und produzieren halt mehr. Wenn Sie Ihren gesamten Energiebedarf, den wir bräuchten, um unseren derzeitigen Lebensstil in Deutschland aus Kernenergie zu gewinnen, wenn Sie den nur mit Kernenergie, wie in diesem Kraftwerk sie produziert wird, gewinnen wollen, wie viel Atommüll würden Sie dann produzieren? Nun ist es so, wenn wir Deutschland dekarbonisieren wollen, mit verlässlichem Strom aus Kernenergie, den wir dann produzieren können, wenn wir ihn brauchen, da brauchen wir eine Menge Strom, etwas weniger als tatsächlich wir mit Wind brauchen oder Solar brauchen, weil wir halt On-Demand produzieren müssen und keine Überschüsse haben, die nicht verwendet werden können. Aber wir brauchen locker um die 2000 Terawattstunden in ganz Deutschland an Strom. Weniger wird es nicht wahrscheinlich, eher noch mehr. Momentan produzieren wir nur 520 Terawattstunden an Strom in Deutschland. Aber bedenken Sie, da ist Ihre Heizung nicht drin, da ist die Industrie in Deutschland nicht drin, da ist der Verkehr nicht drin, da ist die Produktion von Baumaterialien alles noch nicht drin. Also wir brauchen wesentlich mehr Strom. Wenn Sie diese 2000 Terawattstunden auf eine Person runterbrechen in Deutschland, wie gesagt, 2000 Terawattstunden durch 83 Millionen Menschen in Deutschland, dann kommen Sie auf 24 Megawattstunden Strom pro Person pro Jahr in Deutschland, die wir brauchen, um zu dekarbonisieren. Nun, wie viel Atommüll würden Sie als Bürger produzieren, wenn Sie Ihren gesamten Energiebedarf aus Kernkraftwerken wie Gundremmingen beziehen würden?
Etwa 144. Was? Kilogramm, Tonnen? Nein, Gramm. 144 Gramm, um ihren gesamten Lebensstil zu dekarbonisieren in Form von Leichtwasserreaktorbrennelementen. Das heißt, in ihrem ganzen Leben, in den allen 80 Jahren, die sie leben würden, produzieren sie dann insgesamt 11,5 Kilogramm an Atommüll. Wären sie ein Kanadier und sie würden wie die von den Kanadiern bevorzugten Schwerwasserreaktoren nehmen, dann ist es etwas mehr. Nicht tatsächlich mehr in Form von Spaltprodukten, sondern mehr an abgebrannten Brennelementen, weil diese Brennelemente nicht so viel Spaltmaterial enthalten, deswegen nicht so hohe Abbrände haben, aber immer noch dieselbe Menge an tatsächlichen Abfall. Dann sind es etwa 40 Kilogramm. Das heißt, sie würden etwa 11,5 oder 40, je nachdem welchen Reaktor sie nutzen, Kilogramm an Atommüll pro Jahr produzieren. Und das sind 11,5 Kilogramm, oder das ist ein im Prinzip kleiner Benzinkanister vom Volumen her. Diese Brennelementen, wegen Oxidkeramik, wegen dem kleinen Heliumgas, das drin ist, wegen den Zirkonhyloronen, sind nicht ganz so dicht wie das Uranmetall selber, aber sie sind ziemlich dicht, das heißt, sie produzieren einen kleinen Kanister. 11,5 Kilogramm, das ist, was sie der Nachwelt hinterlassen. Die schlimme, strahlende Zukunft, die ein aus Atomenergie, die ein von Atomenergie lebender Mensch der Welt zurücklässt, ist ein kleiner Kanister von einer harten, schweren Oxidkeramik hinter vielen Schichten aus Metall, nochmal Metall, Beton und hunderten Meter Gestein. Das ist kein ökologisches Problem, wie es die fossilen Energien darstellen. Bei weitem nicht, bei Größenordnungen ist das nicht dasselbe Problem. Es ist auch noch viel weniger, es ist noch eine viel wenigere Umweltbelastung, als die Abfälle der erneuerbaren Energien sind, welche tatsächlich völlig akzeptabel sind im Vergleich mit fossilen Energien und vor allem, wenn wir die CO2-Emissionen berücksichtigen. Aber es ist noch mal viel weniger als tatsächlich als Windräder und Solarpaneele an giftigen und wesentlich schwerer zu lagernden Abfällen für den zukünftigen Generationen hinterlassen. Also, so viel zur Atommüllproblematik kann ich Ihnen sagen. Es ist nicht viel, es ist nicht schlimm und wir lagern es eigentlich ziemlich sicher. Und vor allem haben wir Zeit. Die Lagerbehälter, in denen wir diese Brennelemente zwischenlagern, bis wir ein Endlager haben, ein Prozess, den wir in Deutschland seit 35 Jahren erfolgreich verzögern, denn vor allem die Grünen, aber leider auch die SPD, sagen, haben seit den 90ern gesagt, mittlerweile alle Parteien in Deutschland, alle relevanten, sie wollen einen Atomendlager erst dann finden, wenn wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Das ist natürlich wundervoll. Wir können das Problem erst dann angehen, wenn wir eure lächerlichen Bedingungen erfüllt haben. Und bis dahin dürft ihr das vermeintliche Atommüllproblem gerne als Argument herschieben. Das ist an sich rhetorische Erpressung, dass man einerseits sagt, es ist ein Problem, das wir nicht lösen können, und dass man dann kratzen und beißen darum kämpft, dass wir es nicht lösen können. Aber das ist eine politische Realität, keine technische Realität. Es ist ein geringes Problem, es ist ein Problem, das wir tatsächlich im Vergleich mit CO2-Emissionen noch sehr, sehr lange rauszögern können. Und es ist ein Problem, das wir sehr leicht mit sehr geringem Aufwand jetzt lösen können. Es ist absolut kein Argument gegen die Nutzung der Kernenergie. Es ist eher ein Argument für sie, dass so wenig, so banale Abfälle produziert werden. Ich danke Ihnen.